So ist das richtig. So, guten Tag zusammen hier im Presseraum im Borussia-Park. Herzlich willkommen. Wir haben heute am frühen Nachmittag mitgeteilt, dass Roland Wirkus neuer Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach sein wird. Insofern ist das schon bekannt, was wir jetzt besprechen. Aber natürlich wollten wir auch Roland persönlich vorstellen und euch und Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu dieser Entscheidung und an ihn persönlich loszuwerden. Herr Königs ist da, unser Präsident Rainer Bonhoff, unser Vizepräsident Stefan Schüppers, unser Geschäftsführer, und in der Mitte Roland Wirkus, unser neuer Sportdirektor. Herr Königs, wenn Sie bitte eingangs kurz skizzieren könnten, wie die Entscheidung zustande gekommen ist und was sich seit der letzten PK vor knapp 3 Wochen bei uns getan hat. Also, Aritz hat gesagt, kurz, also muss ich das kurz machen. Herzlich willkommen bei uns, bei Borussia Mönchengladbach. Am 27., das wissen Sie bestens, hat uns Max Eberl mitgeteilt, dass er für Borussia Mönchengladbach ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Wir haben Sie dann prompt am nächsten Tag, am 28., in unserer Pressekonferenz darüber informiert. Kurz danach haben wir dann aus dem eigenen Nachwuchs mit Steffen Korrell geredet und haben ihm angetragen, die Nachfolge anzutreten. Er fühlt sich in der Aufgabe, die er jetzt hat, nämlich Kaderplaner und Scouting, fühlt es sich sehr wohl. Das hat er uns sehr deutlich gesagt und hat gesagt, er möchte das weitermachen. Deshalb steht er für diese neue Aufgabe nicht zur Verfügung. Wir haben daraufhin mit 2 Kandidaten, die uns sehr interessant erschienen und die auch zu Borussia Mönchengladbach gepasst hätten, Kontakt aufgenommen und haben, ja, wie kann man das sagen, eine Absage bekommen. Warum? Das ist nicht negativ, sondern positiv. Sie haben uns erklärt, Sie haben feste Engagements und Sie fühlen sich in dieser Aufgabe, auch durch Ihren Vertrag, fühlen Sie sich an diese Aufgabe gebunden. Und deshalb haben Sie sich geehrt gefühlt, aber haben unser Angebot nicht angenommen. Daraufhin haben wir dann unsere Liste, die wir uns angelegt haben, Kandidaten, mögliche Kandidaten, mit denen wir nie geredet haben, aus der ersten Bundesliga, aus der zweiten Liga und aus dem Ausland, haben wir uns genauer angeschaut, haben das abgeglichen und haben dann am Ende gesagt, warum tun wir das eigentlich? Wir haben in den eigenen Reihen einen sehr fähigen Mann, der Borussia nicht nur kennt, der das Borussia aus dem FF kennt, der heißt Roland Wirkus. Und warum gehen wir nicht diesen direkten Weg? Das haben wir dann sehr schnell gemacht, haben mit Roland Wirkus geredet, weil wir davon überzeugt waren, dass das die bessere Lösung ist als extern. Wir haben mit ihm geredet, er hat sich dann kurze Bedenkzeit erbeten und hat uns dann letzte Woche Freitag gesagt, dass er das nicht nur macht, dass er das gerne macht. Und deshalb sitzen wir heute und stehen wir und sind heute zusammen, um Ihnen das mitzuteilen und ihn auch vorzustellen. Sie haben ja so einen Waschzettel bekommen von Herrn Aretz. Da steht einiges drauf, was den Roland Wirkus ausmacht. 55 Jahre, nicht alt, jung, gebürtiger Gladbacher, auch wichtig, verheiratet und sage und schreibe 3 Jungs. 2 sind 17, das sind Zwillinge, und einer ist 20. Seit 1990 bei Borussia Mönchengladbach. 32 Jahre, da kommen wir nicht mehr mit. Er kennt den Laden in- und auswendig. Er war zunächst Jugendtrainer, Cheftrainer von der U15 bis U19 und hat auch die UEFA A-Lizenz. Ab Oktober 2008 wurde er dann als Nachfolger von Max Eberl Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir sagen können, heute ist der 14.2. und jetzt ist er Sportdirektor. Das ist eine einstimmige Entscheidung. Wir sind alle mit dieser Entscheidung, das ist jetzt kein Lob oder keine Hudelei, aber wir sind mit dieser Entscheidung sehr, sehr zufrieden und stehen alle voll vor und dahinter. Das ist alles. Vielen Dank, Herr Königs.
Rainer, du kennst Roland seit 25 Jahren, glaube ich. Erzähl mal ein bisschen so aus Sicht des Sportlers über den Sportler. Was ist das für ein Mann? Wie hast du ihn als Trainer erlebt? Wie hast du ihn als Direktor bei uns im Nachwuchsbereich erlebt? Ja, ich glaube, ich fange mal von vor 25 Jahren an. Da bin ich noch für Chelsea durch die Gegend gefahren und da wollte ich ihm aus diesem damals glorreichen Kader einige Spiele abnehmen. Er hat aber gesagt, hör mal. Und da merkte ich schon, er ist sehr ehrgeizig und er ist geradlinig. Und ich bin froh, dass ich das damals nicht gemacht habe, weil unter anderem war der Marc-André Ter Stegen dabei, Julian Korb. Dementsprechend habe ich seinen Werdegang daneben auch verfolgt, damals noch extern, aber jetzt in den letzten 12 Jahren. Natürlich hautnah, weil ich ja kurz nach Max intronisiert worden bin und auf der anderen Seite Roland dann direkt das Leistungszentrum übernommen hat, beziehungsweise den Posten von Max Eberl. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wir haben hier einen wirklich ehrgeizigen jungen Mann, kann ich aus meiner Sicht jetzt sagen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, mit einer Kompetenz an Fachwissen ausgestattet, aber und auch mit Fleiß und dementsprechend auch loyal zum Club. Und was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, für mich persönlich, ein super Typen. So, und deswegen, Herr Königs hat vorhin gesagt, wir sind alle bis zu den Haarwurzeln überzeugt. Und ich weiß, dass der Roland das machen wird. Und ich bedanke mich jetzt beim Roland und übergebe das Wort. Falls Fragen an mich sind, bin ich da. Aber ich glaube, der Protagonist soll jetzt auch mal zu Wort kommen. Genau, Roland, jetzt haben schon zwei Männer über dich geredet, von rechts und von links. Stell dich selber vor, bitte. Du hast das schon bei der Mannschaft gemacht, heute Mittag und auch bei den Mitarbeitern. Jetzt also, bitte nochmal für die Medien und für die Fans, die zuschauen. Also erstmal möchte ich mich bedanken bei der Clubführung für so viel Vertrauen im Vorschuss. Ja, es ist so, ich habe natürlich erst überlegt, warum. Weil ich einen riesen Respekt habe vor dieser Aufgabe und riesen Demut. Das entscheidet man nicht mal so von heute auf morgen, sondern das muss wohl überlegt sein, weil letztendlich will man dem Club nicht schaden, für den man 32 Jahre gearbeitet hat. Es ist aber so, im Fußball ist es keine One-Man-Show, sondern es ist letztendlich so, dass man ein gutes Team hinter sich hat. Und das stimmt mich wirklich sehr, sehr positiv, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben um mich herum. Sonst hätten wir den Weggang von Max nicht schon so gut auffangen können. Die Struktur im Club ist einfach hervorragend. In den letzten Wochen hat das hervorragend geklappt. Und das stimmt mich sehr, sehr positiv. Hat das an meiner Seite, vor allen Dingen mit Steffen Korrell, der natürlich meine linke Hand oder meine rechte Hand, wie auch immer, bleibt und für die Kaderplanung verantwortlich bleibt. Aber natürlich mit Stefan Schippers, der den Verein nachhaltig geprägt hat, für die Finanzen zuständig war und in dieser Ära mitgewirkt hat. Und natürlich unseren Trainer Adi Hütter, mit dem ich mich heute schon ausgetauscht habe, auch ein Mann vom Fach, der viele Erfolge auch schon erzielt hat. Und dementsprechend habe ich ein super Team um mich herum und deswegen, ich fühle mich da auch als Teamplayer und deswegen ist es wichtig, dass dieses Team an meiner Seite ist. Natürlich weiß ich, dass ich in große Fußstapfen trete. Der Max Eberl hat große Fußstapfen hinterlassen und hervorragende Arbeit für diesen Club in den letzten 12 Jahren gebracht. Und ich freue mich riesig, dass ich jetzt die Aufgabe weiterführen darf. Die Pandemie hat uns so ein bisschen, glaube ich, von unserem Weg abgebracht. Und unsere Aufgabe und meine Aufgabe wird es ja wieder sein, den Borussia-Weg zu gehen. Und den werden wir auf jeden Fall wieder gehen. Was für mich wichtig ist, dass wir uns jetzt aber fokussieren auf die letzten Spiele, weil da ist es auch wichtig, dass wir wieder näher zusammenrücken, dass wir, und das hat die Mannschaft, finde ich, eindrucksvoll bewiesen mit den 2 Spielen gegen Arminia Bielefeld und den FC Augsburg. Ich glaube, da kann wieder was entstehen und es ist sehr wichtig, dass wir jetzt rauskommen aus dieser Situation. Und dann ist es letztendlich so, dass wir uns dann auch hinterfragen müssen und sagen müssen, was haben wir gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht. Und dann müssen wir die Kaderplanung vorantreiben für die neue Saison. Und dann glaube ich,
dass wir wieder dahin kommen. Und dann weiß ich, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hinwollen. Wir wollen ambitioniert bleiben, aber nochmal, Borussia steht immer für Realismus und wir müssen realistisch bleiben. Trotzdem wollen wir weiterhin ambitioniert bleiben. Danke. Danke, Roland, fürs Erste. Und jetzt bitte Ihre Fragen. Carsten Kellermann für die Rheinische Post fängt an. Ja, Roland, erstmal willkommen im Job. Guten Tag an alle da oben auf dem Podium. Roland, du hast gerade gesagt, es ist eine Herausforderung für dich und hast gesagt, wir müssen auch vieles hinterfragen. Wie schwer ist das, wenn man aus dem System heraus die Sachen hinterfragen muss? Ist das schwerer, als wenn man von außen kommt oder gerade einfacher, weil man weiß, wo Fehler gemacht worden sind? Nein, es ist ja letztendlich so, man ist ja mittendrin gewesen und man hat schon so die eine oder andere Idee. Trotzdem muss man viele Dinge jetzt beobachten und sie analysieren und daraus die Schlüsse ziehen. Deswegen zu deiner Frage, nochmal, für mich ist es relativ einfach, das zu bewerten. Marlon Erlbacher von Sky Sport News AD. Hallo Herr Wirkus, Sie haben ja gerade gesagt, dass die Fußstapfen sehr, sehr groß sind, in die Sie jetzt treten. Inwieweit haben Sie sich denn vielleicht auch was abgeschaut? Spricht man da auch mit dem Vorgänger nochmal oder fahren Sie da Ihren ganz eigenen Weg? Also letztendlich, ich kann mich da nur wiederholen, ich habe 12 Jahre unheimlich gerne unter Max Eberl gearbeitet, habe viele Dinge gelernt, aber ich bin nun mal Roland Wirkus und nicht Max Eberl und habe meinen eigenen Weg, den ich gehen möchte. Natürlich gibt es ein paar Dinge, wo man sagt, die passen ganz gut in meinen eigenen Weg. Und letztendlich ist es aber trotzdem so, dass man seine eigenen Ideen hat und die würde ich gerne einfließen lassen in den Club. Achim Müller, Express. Ja, erstmal Glückwunsch an Herrn Wirkus zur Beförderung, zum Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Ich habe gleich eine Frage an Sie dahingehend. Sie haben gerade gesagt, den Weg von Borussia Mönchengladbach wieder weitergehen oder da wieder hingehen. Was bedeutet das für Sie und können Sie auch ein bisschen was über sich sagen? Was sind Sie für ein Mensch? Und vor allen Dingen, welche Visionen haben Sie jetzt für Borussia? Ist es, Sie sagten gerade, die Pandemie hat dem Verein zugesetzt. Ist es wie in den vergangenen Jahren wieder oben anzugreifen, wenn sich Dinge wieder konsolidiert haben? Oder auf was dürfen die Fans oder müssen die Fans sich auch mit Blick, was jetzt durch Corona passiert ist, einstellen? Das waren jetzt sehr viele Fragen. Also zuallererst, ich bin ein sehr emotionaler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch gelernt, relativ schnell wieder sachlich zu sein. Die haben nach dem Weg gefragt. Borussia stand immer dafür, Sie kennen dieses ominöse Drei-Säulen-Modell, Jugendspieler, Top-Talente, externe Top-Talente und wirklich gestandene Spieler. Wir haben so zwei Säulen, haben wir nicht mehr so bedient, Jugendspieler. Und externe Top-Talente kommen wir jetzt gerade wieder, wenn wir Scully sehen, wenn wir Netz sehen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Das hat Borussia 11 Jahre lang Erfolg gebracht. Das wird eine Zeit lang dauern. Wir müssen wieder Anlauf nehmen. Trotz alledem wollen wir natürlich ambitioniert sein. Und fragen Sie mich nicht, ob wir wieder oben angreifen. Natürlich wollen wir angreifen. Aber das wird eine Zeit lang dauern und da müssen wir realistisch sein. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen, dass wir das zusammen hinkriegen werden. Ich habe ein gutes Team um mich herum und dementsprechend haben wir schon so ein paar Ideen, die wir dann auch hoffentlich umsetzen können. Tom Jakob, Fußball News. Hallo Herr Fürkus, Sie haben von der großartigen Herausforderung gesprochen. Auf was freuen Sie sich denn am meisten bei Ihrer neuen Position und was sind die Dinge, die Sie in der nächsten Zeit als erstes angehen möchten? Wie sieht Ihr Alltag aus? Also ich werde sicherlich erstmal viel beobachten und sehr, sehr viele Gespräche führen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man einen Draht zu den Menschen bekommt und ihnen ein gutes Gefühl gibt, dass es hier vernünftig weitergeht. Das ist für mich immens wichtig, weil ich glaube, je besser das Klima ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs performen können. Und das werden so die ersten Tage sein, denke ich. Worauf freue ich mich? Ich freue mich auf alles, sage ich Ihnen ganz offen. Ich freue mich auf alles und ich freue mich besonders, und das sage ich hier ganz klar. Es fängt ja so langsam wieder an, dass wir wieder Fans ins Stadion lassen können. 10.000 waren es am Wochenende gegen den FC Augsburg. Und ich glaube, wir alle haben gemerkt, was das den Jungs das gut getan hat draußen auf dem Feld. Wir haben, und das sage ich auch ganz offen, 2 Jahre lang die ehrlichste Reflexion, die sie bekommen können, sind die Fans. Gnadenlos, aber ehrlich. Und die hat fast 2 Jahre lang gefehlt.
Und ich freue mich wirklich darüber, wenn unsere Fans, und das ist ein großes Kapital, finde ich, dieses Clubs, dass wir hervorragende Fans haben. Und ich freue mich, wenn wir endlich wieder mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion haben. Und ich glaube, es wird Zeit und wir freuen uns alle darauf. Nicht nur ich, Sie sehr wahrscheinlich auch. Yannick Sorgatz, Rheinische Post. Ja, hallo Herr Wirkus. Sie waren jetzt auch sehr lange Nachwuchsdirektor. Da geht also quasi mit diesem Tag auch eine Ära zu Ende. Wie blicken Sie auf diese Zeit? Wie sehen Sie den Zustand des Nachwuchsbereiches? Und ich weiß nicht, ob Sie das sagen können oder jemand anders auf dem Podium. Ist da die Nachfolge schon geregelt? Also, 12 Jahre, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Höhen und Tiefen, gar keine Frage, weil auch da haben wir eine große Konkurrenzsituation. Gerade in Westdeutschland ist die Konkurrenzsituation sehr groß im Nachwuchsbereich. Was den Nachfolger angeht, ja, da haben wir Ideen und das würden wir dann mitteilen, wenn es soweit ist. Lisa Tellers, Radio 90.1. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die neue Aufgabe an Herrn Wirkus. Vielleicht eine Frage an den Vorstand. Wird es dabei bleiben, dass man jetzt erstmal mit einem Mann an der Spitze sozusagen plant im sportlichen Bereich? Oder soll vielleicht noch Unterstützung gesucht werden? Oder sagt man, mit Steffen Korrell an der Seite hat man genug Unterstützung? Sie haben das gut gesagt, so soll das im Moment bleiben. Yannick Sorgatz, RP. Ja, Herr Wirkus, Sie haben gesagt, die Pandemie stellt alle vor große Herausforderungen, hat viel verändert, auch für die Arbeit der Kaderplaner, Sportdirektoren. Inwiefern ist da jetzt vielleicht auch Kreativität gefragt? Es ist ja auch ein gewisser Spagat, man will auf dem Gladbacher Weg bleiben, diese Säulen, die Sie erwähnt haben, stärken. Aber vielleicht muss man ja auch übergangsweise vielleicht nur, um diese Folgen zu bewältigen, auch mal neue Wege gehen. Ist das tatsächlich ein großer Spagat? Sie haben sich quasi die Antwort selber schon gegeben. Es ist ein großer Spagat und wir werden schauen, was machbar ist. Dazu muss man aber erstmal, finde ich, die Saison vernünftig zu Ende spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Raus aus dieser Situation, analysieren und dann wird es ein großer Spagat. Da haben Sie völlig recht. Ja. Achim Müller, Express. Ich würde gerne den Präsidenten fragen. Herr König, Sie haben ja eben dezidiert dargestellt, wie das mit der Personalauswahl gelaufen ist. Ja. Sie haben auch frei zugegeben, dass Sie sich erstmal anders umgeschaut haben. Richtig. Was macht Sie jetzt, um da nochmal nachzuhaken, so zuversichtlich, weil Sie wirken auch sehr zuversichtlich, oben auf dem Podium genau jetzt den richtigen Mann nichtsdestotrotz vorweisen zu können? Also, wir haben uns, ich habe das eben gesagt, diese Liste angeschaut, die wir angelegt hatten, eine gute Mischung und eine gute, ja, Mischung aus Bundesliga, Zweiter Liga, Ausland. Und wir haben das abgeglichen und haben dann, wie ich das eben gesagt habe, gesagt, das war das Ergebnis, warum gucken wir überhaupt dahin? Wir haben einen Mann in den eigenen Reihen, der nicht nur ebenbürtig ist, der besser ist. Und das war dann für uns ganz klar, der Durchbruch, das war die endgültige Entscheidung. Und damit sind wir sehr glücklich. Achim Müller, Nachfrage. Dann gestatten Sie bitte noch eine Nachfrage, weil Sie das jetzt noch mal so deutlich formuliert haben. Der Max Eberl ist auch Geschäftsführer neben Stefan Schippers der Borussia Mönchengladbach GmbH. Haben Sie da schon eine Lösung gefunden? Wird der Herr Schippers das jetzt vorläufig alleine machen oder wird dann auch Roland Firkus aufrücken in diesem Bereich? Wir haben das vorgesehen, dass ich schwärme dafür, dass das doppelte Lot, schon so habe ich das immer genannt, der Mann für die Finanzen und den Rest und auf der anderen Seite der sportliche Repräsentant des Clubs, dass die nicht nur auf einer Wellenlänge, sondern auch auf einem Level sind. Das ist dann der nächste Schritt. Carsten Kellermann, RP. Dazu noch nachgefragt, es steht noch keine Vertragslaufzeit in der Pressemitteilung. Kann man sagen, wie lange, Roland, wie lange du dann im Amt zunächst mal geplant bist, wie das aussieht? Gibt es da schon feste Konstellationen? Das kann er sagen. Ja, die gibt es 3,5 Jahre, Carsten. Achim Müller, nochmal.
Ja, dann noch, wenn wir bei Verträgen gerade sind, können Sie dann schon sagen, gibt es inzwischen eine Einigung mit Herrn Eberl? Ist der Vertrag aufgelöst? Ruht er? Wie gehen Sie da weiterhin vor? Weil er hat ja eigentlich auch noch einen Vertrag bis 2026. Der perfekte Mann dafür, der das kann und der das weiß, ist der Stefan Schippers. Der wird dazu was sagen. Also ich glaube, in der Sekunde ist das Wichtigste erstmal, dass der Max sich die Zeit nimmt, die er braucht und sich nicht um vertragliche Abwicklung oder sonstige Sachen kümmert. Wir sind im Dialog mit Marc Kosicke, seinem Berater. Und das wird alles seinen ganz normalen Lauf nehmen, wie es auch im Fußball üblich ist. Und mehr, glaube ich, ist im jetzigen Moment da nicht so zu sagen. Janik Sorgatz. Jetzt kommen wir in den kleinteiligen Bereich. Max Eberl pflegte ja auch Gast auf den Pressekonferenzen zu sein, auf der Trainerbank zu sitzen. Haben Sie sich da schon entschlossen, wie Sie das handhaben wollen? Genauso wie Max. Ja. Keine Fragen mehr. Alles beantwortet fürs Erste. Doch, Achim Müller nochmal. Herr Schippers, wenn wir Sie hier nochmal auf dem Podium haben, Sie sind ja auch der Mann der Finanzen. Das Geschäftsjahr ist jetzt zu Ende gegangen. Der Herr Fürkus hat das zu Recht auch nochmal betont. Corona, können Sie ein bisschen, ohne jetzt vorzugreifen für die nächste Mitgliederversammlung, wie sehr hat Borussia jetzt das vergangene Jahr auch wirtschaftlich getroffen? Also ich glaube, hätte man vor 2 Jahren gesagt, dass wir diesen Zustand die nächsten 24 Monate durchleben und durcharbeiten müssen, dann hätte man große, große Magenschmerzen gehabt, so wie alle in der Gesellschaft. Uns hat das Jahr 2021 analog zum Jahr 2020 sehr getroffen. Wir werden ein negatives Ergebnis schreiben in der Größenordnung des Vorjahres. Soweit kann man das jetzt schon verraten und auch sagen. Aber summa summarum muss man sagen, wir sehen jetzt langsam und hoffentlich Licht am Ende des Tunnels. Es kommen die Zuschauer wieder zurück in die Stadien. Es ist ein großes Stück wieder mehr Normalität in Aussicht, wie in der Gesellschaft, in Summe natürlich dann auch wie im Sport. Und diesen Weg wollen wir beschreiten. Und dann ist hoffentlich auch mal ein Ende, sagen wir mal, das Licht am Ende des Tunnels sichtbar, was auch die Finanzen angeht. Und nochmal Carsten Kellermann, Rheinische Post. Roland, du hast erzählt, dass du auch schon mit Adi Hütter gesprochen hast. Kannst du noch ein paar Worte zum Trainer sagen? Er war ja nun auch in einer sehr komplizierten Situation, war, glaube ich, sehr loyal, wie er dir hingenommen hat. Wie nimmst du in dem Moment wahr und wie ist so deine Einstellung grundsätzlich zu der Thematik? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wie nehme ich ihn wahr? Äußerst fokussiert. Und das, finde ich, hat sich ausgedrückt im Spiel am Samstag. Ich finde, dass die Mannschaft das super gemacht hat gegen den FC Augsburg in einer völlig komplizierten Situation. Und genauso nehme ich Adi Hütter wahr, höchst fokussiert auf die Aufgabe. Und ich glaube, als ehemaliger Trainer kann ich so ein bisschen bewerten, weil ich aus der Perspektive habe ich es auch mal gesehen. Und ich fand es bemerkenswert, wie er mit der Situation umgegangen ist, die ja nicht alltäglich ist in Mönchengladbach. Und fand, dass die Mannschaft am Samstag, auch wenn es nur ein 3-2 war, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, gebührt Mannschaft und Trainer und dem ganzen Team ein großes Lob. So, dann scheinen wir durch zu sein. Ich sehe keine Arme mehr, keine Finger, keine Fragen. Danke fürs Kommen. Nächste Pressekonferenz wird sein am Freitag um 13 Uhr zum Auswärtsspiel in Dortmund. Bis dann. Tschüss.